Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Witcher. Wir sind hier in Ochsenfurt. Und ja, Ochsenfurt ist echt schön. Auch hier die Hintergrundmusik ist echt schön. Als ich gerade angefangen hatte, als ich das Spiel gestartet habe, war ich so... Wow. Ich habe Gänsehaut gerade, tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob es an der Musik liegt oder einfach daran, dass es mir kalt ist. Vielleicht doch beides, man weiß es nicht. Oh, wir haben Plätze bei uns und reiten hier durch die Stadt. Und ja, tun, weiß ich nicht. Letztes Mal haben wir unsere, haben ein paar Dinge verkauft, weil ich mal wieder dezent überladen war. Und da haben wir uns Plätze hergeholt. Jawohl, Was darf sein, meine Teure? Ein Kompass? Ein Kachenlinjal? Besonders günstig, nur für kurze Zeit. Was sollte ich mit so seltsamen Instrumenten? Tja, vielleicht willst du was ausmessen oder perfekte Kreise zeichnen. Hör nicht auf ihn, meine Beste. Den Krempel haben Studenten ihm dagelassen, als sie gegangen sind. Jetzt versucht er ihn den Leuten aufzuschwatzen. Ich wollte gerade sagen, klingt nach Matheunterricht oder so. Ja, ich war dezent überladen, aber... Oha, bitte. Das ist auch gemein, wenn es sowas gibt in Spielen. Ich falle da jedes Mal drauf rein, auf diese Falle. Aber ja, deswegen haben wir uns Plätze gerufen, weil wir sonst echt nicht schnell unterwegs gewesen wären. Dieser nilfgaardische Kaiser kann mich mal. Sieh an, ein Hexer. Ja, und hier ist ein Rüstungsmacher, wie ich sehe. Hopp. Und was sehe ich denn noch? Zu mir! Au! Wieso habe ich denn jetzt schon wieder mein Schwert gezogen? Hä? Ich habe das doch nur eingesammelt! Was soll das? Wieso? Wieso stecke ich hier jetzt fest? Wieso habe ich jetzt schon wieder mein Schwert in der Hand? Steck das doch weg! Warum? Wieso? Wieso? Warum habe ich mein Schwert gezogen? Ich habe das doch nur aufgesammelt. Warum? Warum? Wieso? Wieso zieht Geralt gerade dauernd immer sein Schwert? Liegt es daran, weil ich die Sachen einsammle und die Soldaten das nicht geil finden? Oder... Was geht hier ab? Ich segel mal kurz weg. Oh, hier kann mir, glaube ich, niemand was. Heile ich mich doch mal kurz. Meine Güte, ich habe mich gerade so erschrocken, warum jetzt plötzlich alle geschrien haben. Ich hatte wirklich, liegt es daran, weil ich mir das Zeug nehme und die Soldaten denken sich so, ey, du Dieb? Oder warum? Ich habe mich nur Leertaste gedrückt, um das alles einzusammeln. Und direkt sind alle am Eskalieren. Was zur Hölle? Warum? Das Spiel mobbt mich. So. Aber gut. Jetzt kehren wir wieder zurück in der Hoffnung, dass hier wir wieder alle cool sind. Hey. Na ihr? Milch zu trinken bringt Männer zum Stinken. Okay. Oh, Scheiße. Alles wieder cool, alles wieder cool, ja? Ich will es kurz ausprobieren. Vielleicht einer dieser Auftragsschläger. Ich glaube, es liegt wirklich daran, weil ich die Dinge klaue. Ich glaube, ich darf keine Dinge klauen. Mir wurde gesagt, das hat keine Auswirkung, wenn ich alles... Aua. Wenn ich alles... Hä? Warum kann ich nicht aus dem Wasser raus? Hallo? Aua. Au! Irgendwann schießt Pfeile auf mich. Das ist uncool. Das heißt, ich darf hier nichts mehr klauen? Aber das ist doch mein Lebensinhalt. Das ist uncool. Das ist echt gemein. Aber gut. Platsch.
dann halt nicht. Dann müssen wir uns jetzt zurückhalten und dürfen nichts mehr klauen. Och, Manu. Leck mich. Ein Mann trägt seine Mistgabel wie du auf dem Rücken. Ihr seid beide verrückt. Dafür klaue ich eure Sachen. Hier sind keine Soldaten, die mich angreifen. Dein Weg, ich geh mein. Wird wohl Regen geben. Schade, schade, Schokolade. Aber gut, dann muss ich mich zurückhalten und darf nichts klauen. Weil meine Hand war wirklich... Ich habe extra nur meinen Daumen auf die Leertaste gelegt und habe nichts anderes gemacht. Das heißt... Frauen weg, da kommt ein Hexer. Ja. Die tun mir ja nichts. Ich kann hier gechillt meditieren. So. Oh, die sind gegangen. Ich dachte so, was zur Hölle? Ja. Kann ich jetzt wenigstens... Ja. Okay, das heißt, wir dürfen hier nichts klauen. Ich muss mich versuchen zurückzuhalten, weil sonst sind hier alle am Ausrasten. Ja, jetzt pfeifst du doch fröhlich. Und im nächsten Moment schießt man mir einen Pfeil in den Rücken. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. Ich ertrage das nicht mehr. Nach dem Wachdienst reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Beruhige dich, Pete. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Schreien tun sie aber wie du und ich. Sie reden wohl über irgendwelche Foltermethoden, die sie bei Hexen anwenden. Hexenfoltermethoden. Keine Ahnung. Dum di dum di dum di dum dum dum. Hallo, ihr Wachen. Nein, 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 nein. Du darfst nicht klauen. Nein, nein, ich darf nichts klauen. Sonst greifen die mich alle wieder an und töten mich. Und alles Mögliche. Weil, naja, nachts sind nur Soldaten unterwegs. Und sie weinen. Hallo, ihr Pferdis. Ich muss echt aufpassen, was ich tue, dass ich ja nicht auch aussehen noch am, mich auf ein Pferd setze aussehen und die da denken. Eine Leiche gefunden. Ausgesaugt ist auf den letzten Tropfen Blut und auch Haut und Knochen. Ein Vampir. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ach, du hast doch nichts zu befürchten. Hast du nicht gehört, dass die Bestie nur reiche Schnösel angreift? Ich werde sie nicht mal ansehen. Was ist das für Geschwätz? Seit wann interessieren sich Monster für die Vermögensverhältnisse ihrer Opfer? Vielleicht liegt's am Geschmack. Ein Fisch aus der Kanalisation schmeckt doch auch anders als einer aus einem Gebirgsfluss. Nicht, dass ich hier eine falsche Bewegung mache und sie denken so, oh, tötet ihn, und so, ich wollte das nicht, es tut mir leid. Außer den falschen Knopf gedrückt, zack, direkt den Kopf ab. Ist da ein Friseur? Oder was bedeutet diese Schere? Hallo, klopf, klopf. Also hier in dem Gebäude ist nichts, aber... hier drin kann ich mich bedienen. Dür, Obst. Warum sag ich immer Obst statt Obst? Mann, ich hab's drauf. Okay, draußen darf ich nichts klauen. Hier drin, ja. Also ich glaube, wenn keine Soldaten da sind, dann darf ich es klauen. Und wenn die da sind, dann sind die so, ey, was tust du? Hallo, klopf, klopf. Ist abgeschlossen. Huch. Ja, wir fallen Treppen runter. Das ist die eine ganz normale Art, Treppen runterzulaufen. Abgeschlossen. Ich bin nicht in das Haus eingebrochen, bevor ihr das denkt. Ich will das alles mitnehmen. Aber ich darf nicht. Ich traue mich nicht mal eh zu drücken, um zu gucken, ob was da drin ist.
Hi. Hallo? Tatsächlich. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Oh. Ah, ich hätte gerne eine neue Frisur. Ich hätte gerne meinen Bart getrimmt. Was passiert, wenn ich drücke auf neue Frisur? Ich bin neugierig. Ich hätte davor speichern sollen. Wisst ihr was? Wir brechen das nochmal kurz ab. Bis dann. Wir brechen das nochmal kurz ab. Speichern vorher. Und wenn es hässlich aussieht, dann starten wir einfach das Spiel nochmal neu. So. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. So. Ich bin echt neugierig, was, wie das dann alles aussieht. Ah, oh, mein Gott. Okay, rasiert bis auf einen Pferdeschwanz, lang und offen. Offen, nicht zu lang. Seiten rasieren, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Den elfischen Rebellenschnitt. Ich hab's mir überlegt. Was ist der elfische Rebellenschnitt? Ah, ich glaube, ich kenne den. Das ist, wenn die Seiten... Nee, das will ich nicht. Es reiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Offen, nicht so lang. Ich mach mal hier die Nummer 2. Dumm, die dumm. Oh. Oh. Das, sieht... Ja, doch. Er hat mir einfach nur den Pferdeschwanz aufgemacht. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Ich glaube, ich will wieder meine alte Frisur machen. Dann. Bis dann. Mache ich einfach kurz den hier und den hier und den hier und den hier. Und wir werden voll gelauert. Das Ding ist halt, man muss sich zuerst das Erste anhören und erst dann kann man es überspringen. Das ist relativ nervig, aber... Was? Ja. Psst. Ja, doch. So, jetzt haben wir unsere alte Frisur wieder. Perfekt. Naja, gut. Jizzy, wir haben dich ausprobiert. Hier kann ich nichts klauen. So, was gibt's hier denn noch? Hier komme ich rein. Hallo! Das Massaker von Sintra. Die Reiterkavalkade donnerte über den blutgetränkten Hof. Sie sahen niemanden an. Sie stellten keine Fragen. Sie wussten genau, wohin sie gingen und wozu. Sie wollten die alte Königin töten und sich die sintrischen Prinzessin bemächtigen. Was aus dieser werden würde, war ungewiss. Kalante hatte sich mit ihren treuesten Untergebenen in der Burg verschanzt. Dort wurde sie von Steinmauern und einem durch Zauber versiegelten Tor geschützt. Doch allen war klar, dass weder das eine noch das andere einem konzentrierten nilfgaardischen Angriff mit Unterstützung durch Magier lange standhalten konnte. Nach 4 Tagen hatten die feindlichen Soldaten die Barriere überwunden. Krass. Das Buch kann ich nicht mitnehmen. Hier ist noch was. Geerdetes Leder. Oh, eine Badewanne. Wir gehen baden. Sind wir jetzt in der... Nee, sind wir nicht. Das hört sich nicht so an, als wäre da Wasser drin. Gar kein Geplätscher oder so. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Vielleicht oben? Nein. Nach oben kommen wir nicht. So. Mann von Hurensohn. Mutant. Was? Okay. Ihr seht eher aus wie der Joker oder so.
Warum ist abgeschlossen? Verschlossene Schlüssel benötigt. So. Nein, ich darf nicht. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Ja, wenn ich was aus den Fässern rausklaue, dann ja. Aber nicht, wenn ich lieb und artig bin und mich wirklich, wirklich beherrsche. Zumindest draußen. Ja. Oh Mann. Das Spiel ist echt gemein. Und hast du sie gestern es war eine Lüge, dass es aus, keine Auswirkungen hat, dass ich hier alles glaube. Oh, ein Hexenjäger. Hallo. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, kann ich verstehen. Hello, darkness, my old friend. Hey, Daniel. I come to talk to you again. Kann ich hier rein? Nein, hier ist abgeschlossen. Ich breche nicht ein, ich will nur gucken, ob ich in die Häuser reingehen kann. Wer nicht abschließt, hat Pech. Der kriegt von mir einen Besuch ab und abgestattet und wird ein bisschen erleichtert. So, was gibt's hier? Eine abgeschlossene Tür. Dumm, die dumm. 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 Geh mir aus den Augen. Ich leide in Spielen echt unter krankhafter Kleptomanie, glaube ich. Auch nur in Spielen, ne? Im echten Leben nicht. Oder vielleicht doch? Man weiß es nicht. Solltet ihr mich jemals sehen, passt auf eure Wertsachen auf. Nein, Spaß. Alles gut. Ich beklaue andere Menschen nicht. Also, ich beklaue sie nicht ernsthaft. Vielleicht mal aus Spaß oder so. Aber ich hätte jetzt... Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, wenn ich das los ist, so... Der schleift sein Schwert! Der bereitet sich auf einen Angriff vor! Tötet ihn! Das ist ja nicht passiert. So. Es sollen ganz viele Pflanzen sein? Wo? Im Himmel? Unter der Erde? Was zur Hölle? Okay, hier sollte doch irgendwo ein Brett sein. Geh mir aus dem Weg. Okay, dann sterbe ich hier. Ich hab's gefunden. Achtung, Trolle! Achtung! Es wurde ein Troll östlich von Ochsenfurt gesichtet und gehört am linken Ufer des Pontars. Besagter Troll soll redanische Marschlieder singen. Vermutlich handelt es sich hierbei um ein nilfgaardisches Ablenkungsmanöver. Es wird empfohlen, dieses Gebiet zu meiden, bis sich die entsprechende Abteilung der Streitkräfte seiner Majestät des Problems angenommen hat. Sollte es jedoch zu einem Zusammentreffen mit dem Troll kommen, wird empfohlen, sich regungslos zu verhalten, möglichst dicht über den Boden zu kauen und den Kopf mit den Armen zu schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bestie da nicht angreift, da sie die Opfer möglicherweise mit einem Stein verwechselt. Berto Bertolomio, Hauptmann der Garnison. Nehmen wir mal mit. Vielleicht bekämpfen wir ja irgendwann den Troll. Ich weiß es nicht. Auftrag Monster Ochsenfurt. Auf Befehl unseres höchst edelmütigen Herrschers König Raduvid der V. ist jeder fahrende Monsterschlechter, der diese Nachricht liest, gehalten und verpflichtet, alle anstehenden Aufträge auszusetzen und sich unverzüglich der Jagd auf das hier erwähnte Monster zu widmen. Die fragliche Bestie hat die Wiege des menschlichen Intellekts besudelt, die Stadt, auf deren Territorium sich die älteste aller Akademien befindet, Ochsenfurt. Wer seinem schändlichen Treiben ein Ende macht, wird mit der vollen Großzügigkeit des Königs belohnt. Kommandant des Stadtregiments Ochsenfurt. Ja, dann nehmen wir das doch mal mit, damit niemand anderes das hier auch lesen kann, ne? Ich weiß, dann, wenn wir es irgendwann machen, dann kriegen wir das Geld und in der Zwischenzeit kann sich niemand anderes darum kümmern.
Auftrag, Bestie im Wald von Ochsenfurt. Wer Arbeit sucht und keine Furcht kennt, der lese diese Nachricht, denn sie wird für ihn von Interesse sein. Hans von Sidaris, Glücksritter von Veteranen zahlreicher Kriege und hiermit folgendes bekannt. Aus Sorge um die ansässige Bauernschaft, die schrecklich unter den Angriffen eines Monsters leidet, welches offenbar im Wald bei Ochsenfurt haust, habe ich beschlossen, demjenigen eine Börse voller Novigrador-Kronen zu geben, der die Bestie erschlägt. Wer aber ohne Trophäe zu mir kommt, der soll kein Gold erhalten, sondern einen Tritt, der jeden seinen Lebtag nicht mehr schmerzfrei wird sitzen lassen. Hans von Sidaris, weltberühmter Glücksritter, Veteran zahlreicher Kriege, Ehrenmitglied des Ordens der Lilie. Ich glaube, der will hier so ein bisschen angeben. Auftrag, Monster im Wald. Folgendes sei zu wissen und kundgetan. In den Wäldern von Novigrad treibt ein Monster sein Unwesen, das unseren Kriegsanstrengungen erheblich schadet. Wer es findet und tötet, tut nicht nur seine patriotische Pflicht und bringt uns dem unvermeidlichen Sieg der geeinigten Streitkräfte des Nordens unter unserem tapferen König Radovid einen Schritt näher, sondern soll auch eine ansehnliche Belohnung erhalten, die den Mühen angemessen ist. Gemeinsam für den Sieg! Hauptmann Felix Grupp. Anmerkung, die Belohnung wurde noch nicht eingefordert. Anmerkung, Achtung! Wenn das Monster nicht bei Ende des laufenden Monats tot ist, werden die Steuern für die gesamte Region um ein Fünftel erhöht. Nicht mein Problem. Achtung! Schwindler treibt sein Unwesen. Achtung, Landsleute! Fallt nicht auf die Phrasen und falschen Prophezeiungen eines sogenannten Wahrsagers in Bänkelheim herein. Dieser Mann nennt sich selbst ein Wissender, ist aber im Weissagen der Zukunft genauso gut wie ein zahnloses Dorfweib, denn er ist nur darauf aus, den Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Lasst euch von ihm nicht über den Tisch ziehen, das wird ihn nur ermutigen. Felipe Canalia, Student im 5. Jahr an der Fakultät für Medizin und Kräuterkunde der Akademie von Ochsenfurt. Gewinnt! Spielt gegen mich! Stjepan? Das ist sein Name. Hast du schon alle Quinn-Spieler besiegt? Glaubst du, dass du bereit bist für die Besten der Besten? Dann tritt gegen Stjepan an. Der ist so gut, dass es scheint, als würden die Karten von sich von selbst spielen. Weitere Informationen der Alchemie-Taverne in Ochsenfurt. Stjepan wird. Ich nehme es mit, auch wenn ich es nicht machen werde. Aber ey! Egal! Hier ist so viel Zeug. Und ich darf es nicht mitnehmen. Naja. So. Wie komme ich zu meinem Questmarker? Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Gerald, knuddel sie sofort. Los. Oder streichel sie. Auf sie dort zu starren. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Gerald von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Gerald von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dein Vater sorgt sich um dich? Das kann ich dir nicht verdenken. Er sorgt sich um dich. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Beide seid ihm nicht egal, du hast recht, er ist ein Idiot. Nee, ich nehme erstens. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er erst jetzt so viel Interesse an uns zeigt. Besonders an meiner Mutter. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat. Und was ihr ihm bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken. Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen?
Warum hat deine Mutter eine Fehlgeburt? Was ist mit deiner Mutter passiert? Erzähl mir deine... Ja, machen wir mal drin. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Mit deiner Mutter war sie ja... Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Oh, okay. Was hast du jetzt vor? Warum hatte deine Mutter eine Fehlgeburt? Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Was ist mit deinem Vater? Ich bin neugierig. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Oder kann es sein, dass... Entweder ich bilde mir das ein, dass es irgendwie anders aussieht, oder
Wenn es so ein bisschen rötlicher ist, vielleicht hat das negative Auswirkungen. Vielleicht bin ich mir das auch alles da. Ich weiß es nicht. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Komm mal, na. Ich werde jetzt bei dieser Katze bleiben und sie knuddeln. Ja. Also. Kusch, kusch, lass mich alleine. Das war's mit dem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye und kusch, kusch.